Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Kläranlagensimulation mit Simba. In diesem Teil möchte ich das Beispielmodell vorstellen, welches in den folgenden Videos zur Veranschaulichung verschiedener Aspekte des Kläranlagenbetriebs und der dynamischen Simulation genutzt wird. Weiterhin zeige ich eine Möglichkeit, in einer Modelldatei mehrere Kläranlagenmodelle gleichzeitig zu nutzen, um beispielsweise direkte Vergleiche durchzuführen. Basis des Beispielmodells ist der Aufbau aus den Teilen 4 und 5 des Simba-Einsteiger-Tutorials des IFAK Magdeburg. Der Link zur Playlist ist in der Videobeschreibung zu finden. An diesem Basismodell wurden einige Änderungen vorgenommen. Diese betreffen zum einen das Volumen der beiden Belebungsbecken, also das Denitrifikationsvolumen, welches auf 400 Kubikmeter umgestellt wurde, und das Nitrifikationsvolumen, welches auf 1200 Kubikmeter eingestellt wurde. Weiterhin ist eine Umstellung vorzunehmen in der Zulauffraktionierung, das ist dieser grau-blaue Konverterbaustein hier. Durch Doppelklick öffnen wir den Parameterdialog und hier ist ursprünglich kein Standardparametersatz ausgewählt. Wir wählen aber den Parametersatz Rohabwasser, also Raw Wastewater, an dieser Stelle aus. Die genauen Erläuterungen dieses Bausteins erfolgen dann in einem späteren Video. Dann tragen wir noch für eine realistischere Umsetzung der Eigenschaften des horizontalen Nachklärbeckens hier an dieser Stelle ein Rücklaufverhältnis von 0,75 ein, wie es gemäß A131 dann auch typischerweise der Fall wäre. Damit hätten wir die grundsätzlichen Änderungen schon vorgenommen und ich möchte aber dieses Beispiel gleich noch nutzen, um eben diese Möglichkeit zu zeigen, wie kann ich mit mehreren Kläranlagenmodellen in einer Modelldatei arbeiten. Dazu müssen wir das gewünschte Modell markieren, indem wir hier zum Beispiel so einen Rahmen darum ziehen. Bitte nur das Modell und nicht diese beiden hier oben liegenden Einstellungsbausteine mit kopieren oder markieren, weil wir sie sonst eben auch mit vervielfältigen würden. Nun können wir entweder über Bearbeiten und Kopieren einfügen oder über einen rechten Mausklick und gedrückt halten über einem der markierten Blöcke den gesamten Bereich kopieren und gleichzeitig dann bewegen. Und solange das Ganze so mit diesen schwarzen Quadraten markiert ist, können wir dann auch nach Loslassen der Maus mit den Kursortasten das Ganze bewegen. Sobald wir allerdings dann mal in eine freie Stelle klicken, wird diese Auswahl aufgehoben und wir müssten das dann neu auswählen. So, jetzt haben wir hier zwei identische Modelle, um hier einen gewissen Unterschied noch reinzukriegen und damit auch dann mal was rechnen zu lassen. Fügen wir in unserem zweiten Anlagenteil eine Vorklärung ein. Diese finden wir unter Wastewater Clarifiers und dort ist das dann PC, Primary Clarifier, also Vorklärung. Diese fügen wir hier in den schon so gestalteten Bereich zwischen diesen beiden Bausteinen ein. Schließen das Ganze entsprechend an und müssen nun nur noch diesen Ausgang des entsprechenden Beckens mit einem Sinkblock verbinden, den wir dann auch saubererweise meinetwegen als Primärschlamm bezeichnen. Nun ist nur noch eine Parametrierung unserer Vorklärung vorzunehmen. Wenn wir eine mittlere hydraulische Verweilzeit von etwa einer Stunde haben wollen, dann teilen wir den mittleren Tageszufluss, der ja hier in unserem Influent-Block zu 1700 Kubikmetern eingestellt ist, durch 24 und haben dann damit das entsprechende Volumen eingestellt. Um es anzuzeigen, müssten wir hier die erweiterten Eigenschaften aufklappen und können dann das Beckenvolumen anzeigen. Alle anderen hier zu sehenden Parameter interessieren uns an dieser Stelle erstmal nicht weiter. Gut, damit können wir das Ganze dann unter einem sinnvollerweise neuen Namen abspeichern. Und können eine Simulation damit durchführen, da wir hier mit einem
konstanten Zulauf an dieser Stelle arbeiten, wird sich also dann auch ein stationärer Zustand irgendwo einstellen. Wir könnten jetzt uns hier vergleichende Diagramme, zum Beispiel in Form von Zeitreihenplots, erstellen. Das werde ich an dieser Stelle nicht machen und weise da ebenso auf das dazugehörige Einsteiger-Tutorial vom IFAK hin. Nur so viel an dieser Stelle, wenn wir mal in unsere beiden Anlagen schauen. Die obere Anlage ohne Vorklärung hat einen Feststoffgehalt im Belebungsbecken von etwa 3,5 Gramm pro Liter, während die untere Anlage einen wesentlich niedrigeren Feststoffgehalt hat von nur 2 Gramm pro Liter, was einfach daran liegt, dass natürlich die Schlammproduktion in der Anlage mit Vorklärung wesentlich geringer ist, weil wir eben schon über die Vorklärung einen Großteil der schlammbildenden Substanzen herausgeholt haben. Auf weitere Details möchte ich an dieser Stelle dann gar nicht weiter eingehen. Das werden wir uns dann alles in zukünftigen Videos nochmal anschauen. Ich danke fürs Anschauen dieses Videos und wünsche weiterhin viel Spaß mit Simba.